Da geht's. Hatten wir wieder Besuch irgendwo oder was? Momentan geht's eigentlich. Okay. Ja, wie gesagt, wir sind leider nur zu dritt. Ich denke, machen wir so bis 10 oder so. Das sollte eigentlich dann auch reichen. So bis kurz vor 10 irgendwie. Ja, es passt ja von der Zeit. Das wären jetzt noch so 3 bis 4 Folgen, nachdem. Also, ich habe eine jetzt gerade gemacht, bevor ich gegangen bin. So langsam werden die Bäume aber knapp, ne? Na gut, man kann ja immer noch. Hier sind ja welche. Sonst kann man ja mal gucken. Ich weiß nicht, wie es mit dem Nachspawn aussieht. Also, viel ich weiß, spawnen die nur nach, wenn man schläft. Ja, wenn die Stümpfe noch stehen, ne? Die darfst du, glaube ich, nicht komplett abräumen. Genau. Das heißt, die werden nicht komplett abgeholzt, sondern wirklich nur. Wie sieht's aus? Voll oder? Ne, noch nicht ganz. 3, 6. 2 Stück passen da drauf. Alles hier die kleinen, ne? Die Stickbäume. Ja, ist egal. Nehmen wir den Schwamm mit. Weil Aquarium es haben jetzt wir. so ganz langsam mal wieder dunkel wird, ne? Und wieder hier hinten laufen wieder welche rum. Das wird verdammt, verdammt schnell dunkel. Ja, hab's gemerkt. Aua! Der hat gesessen. Das war nur ein Schlag. Bin schon wieder draußen. Ja. Ich liege so ein bisschen in der Gegend rum. Ja, Also. müssen wir kurz ein bisschen freiräumen. Oh. Ich bin tot. Hier stehen 4 oder 5 Stück. Ja, ich bin im Flugzeug wieder. Ja, super. Also bleibt man liegen hier, warum bleibt man nicht liegen? Oh. Oh. Ich bin gleich auch tot. Der andere. Ja, ich muss mich gerade ein bisschen sortieren. War drin noch irgendwo Medizin oder so? Weiß ich nicht gerade. Guck mal. Also ich habe. Ich bin nämlich auch kurz vor Exitus hier. Ich glaube, hier wird immer wieder ein paar Knochen verbrennen. Also die Menschen in Knochen brennen. Also auf jeden Fall, ich habe ganz mal gerade geguckt, bis wir wieder schlafen können, dauert es einen Moment. Warte, ich hole mal auch noch einen. Ja gut, Wir die lagen noch ein Frage. paar, ne? Ich muss jetzt erstmal wieder zu euch, ne? Das Problem ist, Ja. es ist dunkel und ich stehe hier allein am Flugzeug. Das ist auch schön. Nur ich habe keine Ahnung, ob ich hier wieder heile rauskomme. Sollen wir dir irgendwie entgegenkommen oder so? Das wäre super. Weil ich glaube, bin hier nicht alleine. Ja. Wir machen noch kurz eine Grillparty.
Passt auf die Knochen auf, dann gehe ich ihm eben entgegen. Yep. Erstmal schnell noch was. So. Gucken wir mal. Hilfe. Dass du rumtreibst. Wir haben Flugzeug am Startpunkt. Ja, ich laufe dir mal entgegen. Ja, hier läuft auf jeden Fall was rum. Ich höre nämlich Schritte. Ein bisschen Ausdauer tanken. Wie galoppiert irgendwo was die ganze Zeit durch die Gegend. Okay. Und mit dem bisschen, was ich jetzt gerade so habe, kann ich nicht viel machen. Meinst du an Leben? Nein, nicht nur das, auch an, an Waffen. Ich habe ja nur diese Billig-Axt, die von Anfang Ach, an. Ja, klar, stimmt. Ich habe ja gar nichts mehr, ich muss ja zurück, quasi. Ja. Miese, miese Ausdauer nicht wäre. Dann wird es alles ein bisschen schneller gehen. Aber kann man direkt am Flugzeug noch ein paar Klamotten einsammeln. Wieder. Aber ich glaube, dass es gerade wieder hell wird. Bin ich jetzt auch an der Höhle, ja. Allzu weit dürfte ich jetzt auch nicht mehr weg sein. Jetzt folge ich, jetzt bin ich gerade mal ein bisschen raus. Ich versuche es gerade wieder, dir entgegenzukommen. Ah, da oben bist du schon. Ja, perfekt. Ja. Wunderbar. Weil zu zweit kämpft sich das deutlich einfacher. Das stimmt allerdings. Das ist das Problem. Man, wie gesagt, wenn man jetzt, klar, wir sind, das ist scheiße, dass wir jetzt gerade eine ungerade Zahl sind. Lag hier in diesem kleinen Dorf nicht auch noch irgendwie Medizin oder sowas rum? Also ich habe jetzt genug Medizin gerade aus dem Flugzeug geholt. Zum Beispiel. Das muss ja auch hier irgendwo sein, dieses Dorf. Oder das war schon vorbei. Da ruhig ja was Großes. Ja, wir sind nicht alleine. Mal ein paar schnell wegkommen. Ne? Hm. Wenn man den nicht sieht, ist es auch besonders beschissen. Bist du das hier neben mir gerade?
Ja. Ja. Ich höre nur schon, ich habe gerade voll die Paranoia. Ich hasse nämlich ja solche Spiele, wo es halt wirklich komplett dunkel ist. Ich bin da so eine Art Schissmuss. Ist leider so. Ah ja, guck, da sind wir doch schon wieder. Warum stammen wir nicht mal direkt mit? Wenn er hier schon so rumliegt, ne? Und wir können ja sonst gucken, ob wir schlafen können, bis es wieder hell wird. Wenn es möglich ist, ja. So, jetzt habe ich mein Zeugs kurz nochmal wieder. Aua! Nee, geht noch nicht ganz. Oh, die steigt Falle. Das würde wie noch ein paar Minütchen dauern hier. Sabrina, ich hab das gebastelt. Was ist das denn? Eine Rüstung. Auf dem Tablett serviert, ist ja auch super. Das sieht total geil aus. Ist für dich? Ach so! Ach, die kann ich nehmen. Ah, das ist ja witzig. Jo, danke. Das ist ja. Ich wusste gar nicht, dass man die Sachen übergeben kann. Du musst uns so ein Tablett sammeln. Also, was gibt's im Flugzeug? Wo ist ein Kief? Ach, und da. Ah, okay. Das war mir auch neu. Ja, für dich habe ich auch eine. Bitte was? Na, hast du schön die Stewardess-Uniform an? Auch schön. Ja, ich. Ja. Warte mal, ich kann mal gucken, ob ich was Cooles habe. Sehr geil. Jetzt bin ich nackt wahrscheinlich, oder? Nee, du hast irgendwie jetzt ein T-Shirt mit Totenkopf an. Also passt doch. Yeah. Nee, das ist ein Wolf da drauf. Schönes T-Shirt. Ist das ein Wolf? Ja. Ach ja, wenn man näher rangeht, sieht man es. Auf der Entfernung sieht das aus wie ein Totenkopf. Schickes T-Shirt. Ja, wir können auf jeden Fall schlafen. So. Mein Gott, hast du die ganze Mutantenrüstung gesammelt, oder wie? Kann passieren. So, dann machen wir das mal. Meine ist komplett weggebollert. Ja, meine auch, deshalb habe ich jetzt gerade Knochenrüstung gepasst. So, ein bisschen was essen. Ja, ich rette mal das Spiel kurz. Was trinken. So. Mal gucken, ob wir den Steg fertig kriegen. Eieiei. Warte. Oh, ich muss dringend was futtern. Ich diesen Arm. Na, nee, ich warte nicht da. So, das war das Richtige. Ich bin jetzt auch verrückt geworden. Ich kann jetzt auch Totenbasteln. Ein Haufen voller Verrückter. Welche Überraschung. Das ist doch meistens immer am schönsten, oder? Ja, klar. Wenn alle gleich geklopft sind. Ja, sonst ist es langweilig halt, ne? Wenn du pappenernst und was machst, ist das echt. So. Ja, so, ich muss auch sagen, mit Leuten, die meinen, sie müssten zum Lachen in den Keller gehen, damit kann ich halt, also das, da kann ich ganz schlecht mit umgehen. Ja, hatte ich heute wieder so ein paar Leute, die meinen mir, oder den Post schreiben zu müssen. Ich habe dann geschrien, wo ich die Folge rausgekommen mit dem Katana, wo ich gesagt habe, ja, wir gehen heute in die Höhle mit dem Katana, und da so, das kennen wir ja schon alles bereits. Ich habe mir dann so was angeguckt. So, Dankeschön. Interessiert mich nicht, ob das sollte kennen.
Ey, Kev, ich hab ein Ja? Haustier. Ich hab ein Haustier gefunden. Ein Haustier. Was hast du Ja, gemacht? hängt am Baum. Ich hab mich leicht erst erschrocken, als ich den Baum umholen wollte. Was hast du denn da hängen? Oh, ja. Hattest du eine Eidechse am Baum hängen? Ja, ich hab mich voll erschrocken. Ich kann das auch gut, mich irgendwie erschrecken. Ich habe Gott, ich hab sie getötet. Warum machst du sowas? Naja. So, Oh, wir da kommt eine brauchen. ganz, ganz große Gruppe. Eine ganz, ganz große Gruppe mit Also, wir ganz, ganz brauchen vielen. noch 21 Stück Bäume, damit wir den Steg für dich haben. Wo sind die denn jetzt, die Jungs hier? Hilfe! Die sind sauer. Ich sehe die gerade überhaupt nicht. Die sind gerade an mir vorbeigezischt. Die sind scheinbar gerade irgendwie. Ich höre sie auch nur. So ab und an mal. Ich weiß gar nicht, aber ich kann es nicht orten, woher es kommt. Die sind hier gerade von rechts mit einer 6er oder 7er Truppe angekommen. Dann hätten wir auch keine Chance. Wo sind sie denn jetzt hin? Da ist einer. Ich versuche die jetzt mal von oben mit. Die kommen hinter dir. Ich glaube, Yvonne, bei Yvonne Ja. sind die. Oder? Ich versuche die jetzt mal von hier oben mit Pfeil und Bogen zu erledigen. Das sind drei Leute. Da kommt noch ein vierter, fünf, sechs. Ja, die Oh sind Gott. alle hier. Ja, die sind alle hier. Oh, da sind auch zwei große. Ja, hab ich gesehen. Scheiße. Entschuldigung, dass ich jetzt gerade einfach zugezogen habe, aber ich musste das jetzt gerade einfach machen. Ich bin jetzt hier oben, ich versuche jetzt. Oh, wir haben Ja, die wir sind Gott Großen. sei Dank noch reingekommen, weil die stehen nämlich direkt vor der Tür. Aber es hat der Falle erwischt. Ja, einer hat es erwischt auf jeden Fall. Die könnt ihr von innen noch wieder aufspannen, dann geht die wieder runter. Das mache ich gerade. Ich hab weg. Er hat schon wieder zwei erwischt mit der Falle. Du schießt sie gerade von hier oben mit dran fallen. Oh, das ist ein ganz dicker. Ja, da ist dieser Renner. Ja, wie gesagt, er kann hier nichts machen. Der eine ist tot, der eine große. Wo ist jetzt der andere hin? Na toll, der steht jetzt hier unten Ich hab einfach mal durch die Mauer das hier mit Rattenrüstung. Durch die Mauer, ist klar. Hauptsache, der bleibt da noch ein bisschen liegen. Habe ich Grüße bekommen. Ich glaube, der ruft gerade nach seinen Freunden. Wenn er nicht mal stehen bleiben würde. Nächste tot. Der müsste auch erledigt sein. Was ist das für andere? Der steht hier so blöd, dass ich da nicht rankomme. Der müsste doch erstmal langsam tot sein, oder nicht? Der hat bestimmt schon fünf oder sechs Brandpfeile.
Intus. Der ist sauer. Wow, 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 wer ist hier reingehört? Der ist über die Mauer gehüpft. What the fuck, Alter, wie sind der hier reingekommen? Wie sind der denn da rübergekommen noch? Der im Tempo. War der eine schon zwei? Oh, der Typ, ey. Da sind noch ein paar Pfeile drin, bestimmt, oder? Na, super. Jetzt hat er Dreckwasser, Dreckswasser getrunken. Das ist eine schöne Fische. Krass, jetzt einfach mal irgendwo oben drüber einfach draufgehüpft und drüber. Ja, ja, der ist hier irgendwie auf die Falle gehüpft und dann, Achtung, ich spanne ihn wieder auf. So. Achtung, ich lasse jetzt den einen Baum Richtung offenes Tor, Richtung die beiden Fallen. Fallen. Baum fällt. Hier hinten bei mir liegen noch zwei Baumstämme. Drei. Die anderen beiden hin. Nochmal vier fehlen, ne? Vier Stück fehlen noch. Ich bringe nochmal zwei. Dann ist der Steg fertig. Das kommt mich jetzt schon wieder an. Ach, da sind schon wieder welche. Zwei fehlen noch. Wo ist er? Bei Yvonne. Was ist er denn hin? Entschuldigung, noch ein bisschen zu schimmeln. Ein paar Rehe besorgen. Ja, man darf einfach mal aufhängen zum Trocknen. Vielleicht zumindest. So, ich bring noch mal ein paar Bäume.
Ja, könnte man dann nachher im Prinzip mit der Decke weitermachen, ne? Weil der Steg müsste doch jetzt fertig sein, ne? Wenn er den letzten nehmen würde. Jetzt. Haben gerade fertig gemacht. Ja, dann kann jetzt die Decke weitermachen, da sind mich die letzten etwas über 60. Und jetzt mit dem Wagen schon mal hier nach oben. Dann werde ich da oben mal eine Dynamitstange zünden. Bitte nicht im Haus, das ist mein Job. Nee, nee, hier ist gerade. Nee, aber kann ich sowieso nicht. Ich wollte gerade mit diesem, mit diesem Hole Cutter da den kaputten Wagen wegmachen. Aber das kannst, glaube ich, nur du. Keine Ahnung. Boah. Warte mal, ich kann mal kurz gucken, ob ich den zerlegen kann. So, ich habe jetzt hier oben meine Dynamitstange gezündet. Also ich kann hier Steine reinsetzen sogar. Ja, aber man kriegt ihn nicht mehr raus. Und hier mit dem Tool, wo du das Loch in die Decke machst, ne? Damit kannst du den Wagen zerstören, dass der weg ist. Warte mal. Aber das kannst halt nur du. Hab mal erledigt. Das ist weg. Warte mal.